Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, ich habe das Feld 6, wo wir in der letzten Folge drauf waren und das geprobiert haben, habe ich jetzt fertig gemacht. Ich bin jetzt hier auf der 10 wieder und bin dabei, die Zuckerrüben auszubringen. Und ja. Position Farming ist da ein bisschen anders. Also ich hatte ja schon ein, zweimal Zwischenfrucht gemacht und konnte danach mit der Dünger-See-Kombi nicht nochmal düngen. Das ist hier bei Position Farming etwas anders. Ich kann düngen. Ich habe die Ausbringmenge jetzt manuell etwas runtergestellt. Ne? So, dass wir hier noch einmal mit dem Düngerstreuer rüber müssen. Später. Ja, es klappt ganz gut. Ja, hier seht ihr die Fahrgassen vom letzten Mal. Wir fahren jetzt anders. Ne? Also, dass wir nicht immer dieselbe Spuren und so Fahrgasse haben, aber das kennt ihr ja schon. Das brauche ich euch ja nicht mehr erklären. An einigen Stellen, wenn man hier so guckt, sind wir schon im grünen Bereich. Ja, das sind so die Sachen, wo ja irgendwas stehen geblieben ist oder halt so vom letzten oder vorletzten Mal. Naja, ist auch nicht so schlimm. Jetzt hier. Hier sind wir jetzt. Muss ich die Dings anmachen? Die Fahrgasse. Das ist nämlich unsere vierte Bahn. 6 Meter. Das können wir jetzt mal einmal wegmachen. 6 Meter jede vierte Bahn kommt eine Fahrgasse. Ja, ich dachte, ich habe mich eben verzählt, aber nee, alles gut. Alles gut, passt. Ja, da hinten steht noch unser Teleskoplader, weil das Saatgut geht doch relativ zügig leer. Ist ja auch nur ein kleiner Tank, ich glaube von 600 Litern. Also ich, hinten, ne? Vorne haben wir ja das Dünger drin, ich glaube vorne passen 2000 rein oder so. Kann sein 2000. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und ja, wie gesagt, da ich die Ausbringmenge auf manuell runtergestellt habe, verbrauchen wir jetzt hier natürlich auch. Ich mache mal, wenn ich wende, ein bisschen aus, sonst kann es sein, dass ich hier beim Wenden auf der Fahrgasse oder auf der Fahrspur das Ding untersetzt und dann meine Dings kaputt macht, meine Fahrspur. So. Die Seite ist fertig. Machen wir hier. Hier habe ich natürlich die Fahrgasse. Wir wollen hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier auch ein bisschen, ne? Muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier auch ungefähr gleich bleibe.
Die habe ich mit einem Helfer durchgezogen. Das war meine erste Bahn hier. Also die linke jetzt von mir aus gesehen. Von da aus ziehen wir dann wieder vier Spuren weiter. Und dann kommt wieder die Fahrgasse, ne? Eigentlich ist es ja immer dasselbe. Ich sag mal, wenn man es einmal drauf hat, eigentlich vergisst man es nicht. Wie gesagt, hier machen wir aus, wenn ich hier durchfahre, setze ich eventuell doch nochmal auf und dann mache ich mir die Fahrgasse kaputt. Das wollen wir ja nicht. Deswegen könnt ihr die ruhig ausmachen. In die zweite Bahn. Dritte Bahn runter nochmal und dann denke ich mal, müssen wir nochmal ein bisschen auffüllen fahren. Noch ein bisschen Saatgut reinhauen in den Tank. Das feiere ich ja immer noch. Das mit dem Rohr hier, ne? Also das hat Giant Scale gelöst, dass das auch angezeigt wird. Das ist eben die zweite. Und die dritte. Die nächste ist dann wieder die Fahrgasse. Das hat Giants doch mal auch geil gelöst. Ich glaube, das gab es im 17er damals noch nicht. Glaube nicht, ich bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Ne? Dass ich da jetzt ein bisschen zu weit rüber gekommen bin. So, hier haben wir dann nachher nochmal die Fahrgasse rein. So, dann fahren wir mal zu unserem Glas hier vorne. Gut, dass ich den Dünger runterregeln kann. Jetzt hätten wir wahrscheinlich auch noch Dünger gebraucht. Hätte ich unsere beiden Anhänger mitnehmen müssen. Ist er voll? Ist das Ding zu jetzt wieder? Ist zu, ne? 560 Liter genannt worden. Ist der zu? Ja. Ups, falscher Knopf. Falschen Knopf nehmen. Da seht ihr unsere alten Fahrgassen. Halt, hier muss ich ja hin. Aha. Das läuft doch alles wie geschnittenem Brot hier, muss ich sagen. Ne, echt gefällt mir. Oh, es ist gut. So, ich weiß gar nicht. Ich will jetzt nochmal einmal gucken. Wetter
soll trocken bleiben. Bin mir noch ein bisschen unschlüssig, ob ich... ob ich Heu mache oder nicht. Überhaupt für den ersten Schnitt vielleicht doch Silage. Gucken wir einmal. Ich soll die nächsten drei Tage, ach nee, nächsten zwei, Freitag und Samstag trocken bleiben. Ich kann es ja mal riskieren. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Schäfchen dazu holen. Die brauchen ja sowieso Heu. Und dann mal gucken. Ich glaube, wir müssen machen. Ich glaube, ich werde noch ein paar Schäfchen dazu holen. Also ich denke mal auch, hier wird ordentlich was zusammenkommen an Ertrag oder überhaupt an Zuckerrüben dann. Ich werde die wahrscheinlich, ja, nur wo werde ich die lagern? Ich habe mir da vielleicht schon so eine kleine Idee. Ob das was wird, weiß ich auch noch nicht. Ob das was wird, weiß ich auch noch nicht. Muss ich mal noch gucken. Werde ich wohl, denke ich mal, nach der Aufnahme mal einmal gucken, ob das funktioniert überhaupt. Was ich dann vorhab, das werdet ihr dann sehen, wenn das denn so weit ist mit der Zuckerrübenernte. So, Fahrgasse ist wieder unten. Ne? Jawohl. Sollte eigentlich unten sein. Ist unten. Wunderbar. Das läuft aber auch wie geschnitten Brot, das muss ich sagen. Gut. Gut, wenn das mal funktioniert alles, ne? Wie gesagt, also wegen Heu machen muss ich mal gucken. Weil vielleicht werden wir dann noch... schon anfangen mit dem ersten Schnitt eventuell. In diesen, an diesem In-Game-Tag noch. Muss ich mal schauen. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen.
Gut, ja, ich werde es noch fertig machen, ne? Denke ich mal, hoffe ich mal. Und dann, ja, denke ich mal. Immer zu viel immer. Ja, weil, ne, wir sind nämlich schon wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.